Ich möchte euch unser Wohnmobil vorstellen. Es ist ein Hümer S700 auf Mercedes-Sprinter-Basis. 122 PS, Baujahr 1999 mit einem 2,9 Liter Dieselmotor. Automatikgetriebe und Tempomat. Unser Wohnmobil hat einiges an Zubehör. Ihr drückt den Schalter und dann fährt die elektrische Trittstufe raus. An der Tür haben wir auch noch ein Fliegengitter. Es ist zweigeteilt, lässt die Viecher draußen. Sehr praktisch. So, dann wollen wir auch mal reingehen. Da gibt es ja noch so einiges zu gucken. Geradeaus durch haben wir die Küche und rechts rum den Sitzbereich. Dieses Fahrzeug ist eine Barversion und Barversion deswegen, weil hier eine kleine Bar eingebaut ist. Da haben vier Flaschen Platz, von was auch immer. Dann arbeiten wir uns am besten mal von vorne nach hinten durch das Fahrzeug durch. Vorne klar das Cockpit. Die Oberflächen sind mit einem schwarzen Kunstleder bezogen. Über den Fahrer- und Beifahrersitzen gibt es noch ein Hochbett. Das ist hier mit der Schnalle gesichert. Also mit einer Hand geht es manchmal alles ein bisschen schwierig, also habe ich mal beide benutzt. Da haben zwei Erwachsene Platz zum Schlafen. Das Bett hat ein Maß von 1,40 x 2 Meter. So, und wenn ich das dann noch hinkriege, mit einer Hand das wieder reinzufummeln, können wir gleich weitermachen. Dann zeige ich euch jetzt mal mein absolutes Lieblingsstück in dem Wohnmobil. Und zwar ist das dieser Tisch. Den kann man ausziehen. Voll cool. Diese Platte wird nach vorne gezogen. Das hintere Stück hochgeklappt. Und schon hat man einen riesengroßen Tisch. Voll cool. Die vorderen Sitze sind Pilotsitze, die kann man dann rumdrehen und dann haben dann vier Personen Platz, ganz bequem an diesem Tisch zu essen. Zu sitzen oder was auch immer, ist ja wurscht. Und ganz praktisch, man kann von oben in diesen Schrank reingreifen, wenn man mal was dringend raus braucht, anstatt da unten diese Klappe zu öffnen. Ganz unten in dem Schrank befindet sich noch ein Wechselrichter. Der hat 1800 Watt. Darunter im Boden sind zwei Aufbaubatterien a 95 Ampere-Stunden noch verbaut, die das Fahrzeug mit Strom versorgen, wenn man dann nicht an Landstrom angeschlossen ist. Die werden über eine Solaranlage geladen. Sehr praktisch. Und überall Staufächer. Man kann wirklich viel unterbringen in diesem Fahrzeug. Dann schwenken wir mal rüber zur Küche. Diese Oberflächen vom Tisch und von der Spüle, die habe ich mit Folie beklebt. Das war ein furchtbares, dunkles Dekor. Ganz schrecklich. Da haben wir ein großes und ein kleines Spülbecken. Und daneben natürlich den Gasherd. In die Schubkästen der Küche sowie in den Schrank passt alles rein, was man in der Küche braucht. Wir haben hier eine zweigeteilte Schublade. Ist auch sehr praktisch. Unten das Besteck rein und obendrauf größeres Pfannenwender, was auch immer, was man so hat. Die Schubladen sind recht groß und tief. Passen auch große Töpfe rein. Wir haben auch aufeinander gestapelt. Das hat immer noch gepasst. Sehr praktisch. Im Schrank daneben haben wir die Absperrhähne. Für das Gas. Mülleimer, noch eine Schublade. Und rechts daneben noch ein Apothekerschrank mit noch einer zusätzlichen Schublade. Unten im Apothekerschrank sind dann noch Aussparungen extra für Flaschen, dass die nicht kippen.
Alle Fenster im Wohnmobil sind übrigens mit einem Verdunklungsrollo und einem Mückenschutz ausgestattet. Da haben wir noch das Licht und Dunstabzugshaube über dem Herd. Zur Küche gehört natürlich auch ein Kühlschrank. Da der alte Kühlschrank kaputt gewesen ist, mussten wir einen neuen einbauen. Das ist ein Dometic-Kühlschrank mit Gemüse- und Obstfach ganz unten. Oben drüber ein Gefrierfach, auch recht groß, also man kriegt da schon ordentlich was rein, aber auch der Kühlschrank an sich ist richtig groß. Über diesen Knopf schaltet man den Kühlschrank an und aus. Da kann man dann auswählen, ob er auf Gas, 12 Volt oder über Landstrom laufen soll. Das macht er aber auch automatisch. Und das ist das Highlight an diesem Kühlschrank. Er kann von beiden Seiten geöffnet werden. Was ich ja persönlich immer ganz toll finde an so älteren Fahrzeugen, sie haben einen großen Kleiderschrank, wo man Jacken reinhängen kann und Hosen und weiß der Geier was nicht alles. Heute kriegt man nur noch Wohnmobile mit schmalen Schränken, wenn überhaupt einen Hängeschrank. Und der ist richtig toll hier, groß. Dann haben wir hier in der Trittstufe auch wieder Staufächer. Ein kleines, passt nicht wirklich viel rein. Hier ein etwas größeres. Da habe ich dann einfach einen Wäschebeutel reingelegt. Da sammeln wir die Schmutzwäsche drin. Fertig. Überm Bett haben wir 7 Oberschränke, wo man alles unterbringen kann. Also es ist wirklich klasse, was hier alles reinpasst. Ja, und ein Dachfenster. Auch das ist wieder mit einem Verdunklungsrollo und einem Mückenschutz ausgestattet. Das alte Lattenrost war uns dann irgendwann zu unbequem. Dann haben wir ein Froli-Federtellersystem eingebaut und eine neue Matratze. Jetzt passt super. Man schläft wirklich gut da drin. Das Bad dürfen wir natürlich nicht vergessen. Durch die separate Dusche ist es wirklich groß. Das hat man echt selten. Wir haben hier diese Klapptür. Da hat man auch in der Dusche unheimlich viel Platz, sich zu bewegen. Klar, Toilette. Schrank unterm Waschbecken. Auch viel Stauraum. Dann noch Staufächer hier unten. Unterm Hängeschrank. Für Krimskrams. Und nochmal jede Menge Platz. Wenn ihr an Landstrom angeschlossen seid, dann könnt ihr diese Steckdose benutzen. Unterm Waschbecken haben wir auch noch eine 12 Volt Steckdose. Genau diese. Tja, das war das Bad. Ich weiß nicht, ob ich innen noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ach so, doch, über der Tür haben wir noch Anzeigen. Ganz links ist die Anzeige der Solaranlage. Da könnt ihr sehen, wie viel Ampere gerade durch die Solaranlage geladen werden. Frischwasser, Abwasseranzeige, Strom der Aufbaubatterien, Lichtschalter, Temperaturanzeige für außen und für innen. Jo, dann gucken wir nochmal von außen. Da gibt es auch noch ein bisschen was. Da haben wir Toilettenkassette drin. Muss ich jetzt nicht rausholen. Also, das erklärt sich ja von selbst. Licht in der Garage ist sehr praktisch, wenn man abends noch was suchen muss. Dann haben wir noch ein Regalsystem eingebaut, in die man Euroboxen einschieben kann. Darunter ist die Unterflurklimaanlage. Dazu kann ich dann später nochmal was sagen, kann ich dann innen zeigen. Wird als Klimaanlage und als Heizung genutzt. Am Heck haben wir eine Besonderheit. Also
Die Rückfahrkamera ist jetzt keine Besonderheit, aber die ist super, kann ich nachher noch was dazu sagen. Aber wir haben hier noch etwas versteckt. Und zwar öffnen, geht auch mit einer Hand, ein Fahrradträger für bis zu drei Fahrräder. Aufklappen, Fahrräder drauf, fertig. Sehr praktisch. Und lässt sich auch mit einer Hand wieder schließen. Dann haben wir auf der anderen Seite auch noch mal eine kleinere Klappe. Da kann man auch an die Heckgarage ran. Dort konnten wir dann an ein oder zwei Boxen dran, um dann nicht durch die ganze Garage klettern zu müssen. Stromanschluss fürs Land, für den Landstrom. Und hier haben wir noch zwei große Schubkästen. Auch eher selten bei solchen Fahrzeugen. Sehr, sehr praktisch. Da hatten wir dann so Sachen drin wie Stromkabel, Auffahrkeile, Wasserschläuche, solche Sachen, wo man dann immer schon mal schneller dran muss, ohne durch die Heckgarage zu krabbeln. Ja, und dann sind wir auch schon an der Fahrertür angekommen. Ach ja, da oben haben wir noch die Schüssel, die Satellitenschüssel. Noch eine Besonderheit bei unserem Wohnmobil ist die Goldschmidt-Luftfederung auf der Hinterachse. Hier lässt sich einstellen, wie viel Bardruck drauf sein soll. Wir fahren den immer mit 4 Bar und es fährt sich wirklich super. Vorne auch nochmal die Verdunkelungsrollos. Das sind so Plissés, die man dann nach vorne zieht und die mit Magneten gehalten werden. Was ich noch vergessen habe, ist der Außengasanschluss. Direkt neben dem Gaskasten haben wir noch den Außengasanschluss. Wir haben einen Gasgrill, den man dann anschließen kann und kann draußen grillen. Würde ich immer wieder so nehmen. Super. Ich hätte es fast vergessen. Natürlich haben wir auch eine Markise. 4 Meter lang und 2,50 Meter tief. Das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte es dann gerne. Bis dahin.